in einem Ort in La Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern möchte, lebte vor nicht allzu langer Zeit einer von jenen Edelleuten, die eine Lanze samt Ständer, einen alten Schild, einen klapprigen Gaul und einen Windhund ihr eigen nennen. »Schauen Sie, Euer Gnaden«, erwiderte Sancho, »jene, die man dort sieht, sind keine Riesen, sondern Windmühlen. Und was wie Arme aussieht, sind ihre Flügel, die vom Wind gedreht bewirken, dass der Mühlstein mahlt.« »Man sieht, dass du keine Erfahrung mit Abenteuern hast«, erwiderte Don Quixote. »Dies sind Riesen, und wenn du Angst hast, mach dich fort von hier und fang an zu beten, während ich mich mit ihnen in wildem und gefährlichem Kampf messen werde.« Und indem er dies sagte, gab er seinem Pferd Rocinante die Sporen, ohne auf die Rufe seines Knappen Sancho zu achten. Durch Sanchos Geschrei und Gestöhne kam Don Quixote wieder zu sich, und das Erste, was er sagte, war: »Wer fern von dir lebt, allersüßeste Dulcinea, er leidet größeres Elend als dieses. Hilf mir, Freund Sancho, mich auf den verzauberten Karren zu legen, denn ich bin nicht mehr in der Lage, Rocinantes Sattel zu belasten, weil mir diese ganze Schulter zerschmettert wurde.«